Hallo und herzlich willkommen zurück bei Railway Empire mit dem Blick auf Baltimore. Ich bin Patje und wir haben noch ein Szenario abzuschließen. Und das wird aber eigentlich fast automatisch passieren. Das heißt, wir müssen keine größeren Ziele uns mehr setzen. Wir müssen nur noch darauf aufpassen, dass wir das Unternehmen der Konkurrenz aufkaufen. Und zwar von der guten Beate von Pomp. 2 Millionen ist es gerade wert. Wir haben nicht passend genug. Aber ich würde gucken, dass wir da einfach nochmal ein bisschen nachlegen. Das wird zu viel werden. Dann lassen wir es erstmal. Ich würde gerne irgendwann so kaufen, dass wir so auf 99% sind. Oder notfalls schmeißen wir da einfach von der Karte runter. Ich habe mir ein bisschen überlegt, was machen wir jetzt. Ich habe ja schon gesagt, dieses Train Building gefällt mir hier nicht ganz so, wegen diesen Doppelschienen und ich das nicht mache. Ich werde das von jetzt auch machen, wenn wir mehrere Leitlinien haben, um so ein bisschen mehr Spannung hier reinzubringen. Aber ich habe mir, zum einen müssen wir noch jede Menge Feintuning machen. Hier gibt es häufiger Probleme mit Versorgungstürmen, ist mir aufgefallen. Betriebsmittel fehlen hier. Hier ist der Zustand niedrig, da müssen wir wahrscheinlich, das können wir einmal eben machen. Hier in Washington am Bahnhof einfach mal ein Wartungsgebäude errichten. Dann können wir das Problem lösen. Aber auch da gibt es das Problem des fehlenden Turms, obwohl der ist ja hier. Also da kann jetzt keiner was sagen. Und ich würde gerne sozusagen, das müssen wir einmal eben überprüfen. Und dann würde ich gerne überprüfen, ob die, ob wir eine Versorgungslinien haben, die zu den Städten hinführen. Und dann entsprechend noch ein paar Züge nachbauen. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, ob ich jetzt das komplett durchziehen will mit diesen Doppelzügen. Oder ob ich das eher mache, wenn ich jetzt neue Linien errichte. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so. Dann haben wir dann zwar, wenn ich hier von Collins Landgut eine Verbindung nach Washington mir noch einrichte, dann wird zwar darauf hinauslaufen, dass ich da den fünften Zug auf die gleiche Strecke schicke, aber ich stelle mir das sonst auch ein bisschen schwierig vor, das nachzuvollziehen. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Vor allen Dingen, weil das Problem ist ja, dass das Spiel sich da wahrscheinlich überhaupt nicht drum kümmert, oder? Wir probieren es einfach aus und lassen mal ein wenig laufen und machen erstmal das Feintuning. Hier fehlen Betriebsmittel. Ja, der fährt hierhin und dann braucht er natürlich keine, weil das Ding da sich befindet. Irgendwie Humbug. Wir bauen hier ein Versorgungs... Oh nein! Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Ja, Mrs. Pomp. Hier ist ein Versorgungsturm. Und niedriger Zustand. Wie sieht es denn in New York aus? Wir bauen hier auch ein Wartungsgebäude mal hin. So. Mein Bruder hat einige Zeit in England verbracht. Seine Schilderung, wie die Eisenbahn dort zum Bergbau eingesetzt wird, hat mich begeistert. Allerdings haben wir in Amerika wesentlich größere Distanzen zu bewältigen. Eine Mammutaufgabe. Was auch immer du mir jetzt mit dieser wichtigen Info sagen wolltest. Aber du hast recht. Es sind große Aufgaben, die hier auf uns warten. Was wir noch machen, ist hier von Toledo ein Anschluss. Ich würde Toledo jetzt einmal, sollten wir ein Wartungsgebäude einrichten. Und wir werden den auch vergrößern. Um eben genau so ein bisschen diese Spielmechanik noch stärker reinzubringen. Und wir bauen hier einen kleinen Bahnhof hin. Toledo braucht Vieh. Hier baust du einen Bahnhof? Nun gut, du musst deine eigenen Fehler machen. Dass sie sich immer in alles einmischen muss, das ist schon ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Ich hatte gelesen, es gibt einen Patch, wo das zumindest in so einem Mehrspieler-Spielmodus nicht mehr so häufig auftaucht, dass sie sich so auf einen fokussieren. Ich finde hier irgendwie das schon ein bisschen komisch. Das ist eigentlich... Ich muss ein bisschen die Lautstärke bei mir regulieren. Haben hier eine Zuglinie und brauchen einen Zug dafür und nehmen natürlich den John Bull. Und ja, ich habe einen Fehler gemacht. Gucken, ob wir den mal eben so korrigiert kriegen. Zack. Einmal kaufen.
Ich will einfach nur die Linien hier so schon mal herrichten. Ah, wird, glaube ich, nicht so einfach, weil ich jetzt schon hier gebaut habe. Gleisbau. Weil der snappt sich jetzt... Heißt das überhaupt snappen? Naja, auf jeden Fall hängt er sich jetzt hier ran. Und das ist natürlich schon so ein bisschen blöd, weil der sich eigentlich daran hängen soll. Und jetzt würde ich gerne einmal eine Verbindung hier so rausziehen. Weil ich befürchte, wenn ich jetzt, selbst wenn ich jetzt Pause mache, kann ich das Gleis hier, Gleisabschnitt entfernen. Jetzt hat er das komplette Gleis entfernt. Ja, okay. Gut, aber es ist mir erstmal egal. Wir bauen jetzt hier auch ein vernünftiges Gleis aus. Wir versuchen auch das hier anzusnappen. Vielleicht müssen wir hier noch ein bisschen weiter raus. Zack. Kaufen. Und genau, hier einmal so raus. Kaufen, zack. Jetzt haben wir da auf jeden Fall auf jedem dieser Gleise in diese Richtung einen Versorgungsturm gesetzt. Und können uns von hier wieder hier unten hin bewegen. Wird gekauft. Gibt es den Zug jetzt noch? Die Zugverbindung? Müssen wir hier einmal gucken. Das ist von Scott Ranch. Scott Ranch nach Toledo. Alles klar, gibt's noch. Und läuft jetzt offensichtlich einfach wieder an. Genau, zeitlos. Hat einen Wartungsbereich. Alles perfekt. Hier könnten wir einen Bahnhof hinmachen, den wir sowohl dahin als auch hierhin fahren lassen. Weil Mais brauchen wir alle. Macht auch keinen Sinn, hier einen größeren hinzusetzen. Ne? Doch, da könnten wir... Dann können wir auch noch Gemüse mitnehmen. Kann man hier auch etwas kleiner drehen. Ja, geht auch. So. Setzen wir es mal hier hin. Mashens Landgut. Ich überlege gerade. Irgendwie nach Süden brauchen wir nicht. Dann nehmen wir doch diese Verbindung. Hängen die hier ran. Weil ich keine Lust habe, noch eine Brücke zu bauen. Davon fährt hier zu wenig was lang. Und ich weiß ja, normalerweise... Ach, ich kann doch nicht mal... Okay, damit hat sich das erledigt. Es gibt keine Signale, die ich bauen kann. Die sind im einfachen Modus einfach ausgeschaltet. Das heißt, selbst wenn ich wollte, kann ich das jetzt nicht machen. Aber wie gesagt, ich nehme das mit fürs nächste Mal. Es macht mir einfach auch weniger Spaß, wenn ich diese zusätzliche Herausforderung, wenn man so will, nicht habe. Und dieses zusätzliche... Ja, Spaßelement des Überlegens, wie kann Kontrasten aussehen. Und dieses Micromanagement. Hier gibt es einen Zug mit niedrigem Zustand. Dann nehmen wir mal ein Wartungsgebäude hinsetzen. Wir können ein oder zwei. Ah, okay, die sind verschieden. Kommen mit Launen. Ah, interessant. Es gibt diese Charaktereigenschaften. Die habe ich bisher aber noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die jetzt ganz frisch dazu gekommen sind. Aber wir holen uns auf jeden Fall mal beide. Wir brauchen entsprechendes Personal. Und jetzt würde ich einmal gerne gucken. Ach, das hatte ich beim letzten Mal, ne? Hinterlistig kommen mit Launigen gut zurecht, meinen aber Oberflächlichkeit. Und darum können wir die auf jeden Fall nicht in einen Zug setzen. Der erhöht die Geschwindigkeit. Und der auch. Okay, dann suchen wir mal, gucken wir mal hier, was die besten Züge sind. Doch, ich habe doch hier... Was ist denn hier mit?
Der hat doch Personal an Bord, oder? Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. Dass man das nicht nochmal, also diese Vergleiche nicht nochmal sehen kann. Das ist so ein bisschen das Micromanagement, was ich eigentlich ganz nicht finde. Jetzt muss ich wissen, aus dem Kopf, mit was hinterlistig gut arbeiten kann. Oder sehe ich hier irgendwie Informationen nicht? Und vor allen Dingen gibt es auch keine Übersicht darüber, wo ich Personal eingesetzt habe. Weil das wird mir ja auch nirgendwo angezeigt. Das heißt, ich muss hier bei den Zügen. Einen sorglosen und einen. Wir haben ja verschiedene Leute drin, aber ich kann nichts dazu sagen. Ich kann nicht zusammenfassen. Das muss ich mir, glaube ich, dann mal mittelfristig aufschreiben. Aber das machen wir nicht jetzt, sondern wir setzen hier einfach noch den. Die beiden wollte ich nicht in einen Zug setzen. So, und dann gab es hier einen Zug, der Verlust gemacht hat. Vom Landgut nach Buffalo. Ja, genau, weil der braucht hier eigentlich überhaupt nicht. Das ist doch das muss ich noch tun. Aber vielleicht lohnt sich das nicht. Mal gucken. Er transportiert eins davon rüber. Das ist irgendwie nicht wirklich viel. Vielleicht macht es mehr Sinn. Was ist denn mit hier Lichtung? Der macht 1500. Der fährt aber wahrscheinlich auch nicht viel mehr, ne? Das wäre doch eine Überlegung, man schickt den hier in so einer Kreisroute immer umher. Ja, der fährt jetzt sogar leer. Das machen wir auch. Das heißt, wir müssen hier nochmal ran, weil du musst von hier nach hier kommen können. Und da musst du auch von hier. Da kommen wir jetzt auch von weit woanders her. Wir reißen das einmal eben ab. Objekte sind benutzt. So, jetzt einmal kurz. Ach so, okay, hier kann ich einen Gleisabschnitt festlegen. Ist jetzt aber auch in Benutzung. Ich frage mich, wie es in Benutzung sein kann. Ich reiße es gerade ab. Ach so, nee. Setze hier mal einen hin. Nee. Ach, die Steuerung ist auch ein bisschen hakelig. Ein Objekt ist in Benutzung. Ich schwöre, das ist nichts in Benutzung, weil ihr könnt es nicht benutzen. Wir bewegen einmal das hier raus. Planung beenden, kaufen das. Und einmal. Kann ich hier nicht ansnappen? Ja, ja, ich weiß, das Snappen klingt furchtbar. Wir reißen das hier nochmal weiter ab. Kann ich nicht? Warum kann ich das jetzt nicht abreißen? Ich habe das gerade erst gebaut. Nochmal Gleisbau und dann würde ich gern das hier rüber machen und von hier kommen wir da nicht hin und ich kann wahrscheinlich auch nicht hier noch was abreißen, weil angeblich ein Stück in Benutzung ist. Wir machen einmal so. Vielleicht merkt er jetzt, dass er da nichts mehr benutzen kann. Ich will ja auch nur ein kleines Stück davon wegmachen. Okay. Jetzt können wir das hier.
Sonst muss ich das doch noch nur irgendwie. So, nochmal. Gleisbau, das. Ich will mich echt ein bisschen verarschen, glaube ich. Gleisbau, zack. Muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass ich mich hier. Ja, hier ist nichts in Benutzung. Zack. Wo ist denn da was in Benutzung? Also das ist echt. Ja, da kommt der Zug, klar, aber der Zug kommt hier eh nicht durch, wenn ich hier ein Stück rausreiße. Und ich kann aber nichts rausreißen. Ach Mann. Okay, wenn ich jetzt aber von hier. Wir müssen uns ja jetzt hier keine Gedanken machen. Wir benutzen jetzt einfach nur ein Gleis. Fertig. So. Kriegen wir da jetzt auch noch den Versorgungsturm drin? Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel gehofft, ne? Ich das Stück hier. Ne, ach so, das ist der komplette Bahnhof dann. Ja, okay. Dann bauen wir. Hier den Versorgungsturm hin. Und den Zug hier. Den löschen wir einfach. Wie kann ich den denn löschen? Zuglinie löschen, geht das überhaupt? So, aber dann habe ich Robinson Rodung. Robinson Lichtung, genau, Entschuldigung, Lichtung nach Buffalo. Das bearbeiten wir jetzt. Ne, nicht Züge verwalten. Da, Zuglinie einrichten. Das heißt, er fährt nach Buffalo. Der fährt von Buffalo nach Landgut, nach Lichtung, nach Buffalo. Das haben wir übernommen. Wir haben hier eine neue Zuglinie. Wie, kann man die nicht irgendwie löschen? Ne, so kann ich den Bulldozer lassen mal laufen. Aber ich habe ja gesehen, es gibt schon eine andere neue Zuglinie. Zuglöschen. Okay. Und ich glaube, hier habe ich noch mal sowas. Zug verwalten, Zug löschen. Alles klar. Es sind Innovationen verfügbar. Sammelt ihr eigentlich weiter? Das wäre nochmal interessant. Wir nehmen die Dunham. Oh, wie schön! Du hast ein neues Spielzeug. Ich habe mir was überlegt. Immer wenn die uns einen blöden Spruch gibt, kaufen wir Anteile. Wie gewonnen, so zerronnen, ein Achievement. Müsste ich. Ich guck später mal, was ich hier so hab. Gut, aber das heißt, dieser Zug müsste jetzt wahrscheinlich auch besser funktionieren. Ich glaube ja, dass die Eisenbahn die Fortbewegung der Menschen demokratisieren wird. Es ist ein Reisemittel, das allen Menschen offenstehen sollte. Nicht nur, weil man damit Profit machen kann. Nein, weil es den Menschen die Augen für die Welt öffnet. So ein bisschen haben wir das Problem. Dass durch diese ganzen Baugeschichten wir natürlich nur sehr begrenzt weiterkommen. Also wenn ich jetzt gucke, Anfang dieser Folge, und das war vor 20 Minuten, waren wir, ich glaube, auch Anfang des Jahres, waren irgendwie bei 8 Millionen. Gut, jetzt geht's schon noch gut voran.
Was haben wir hier? Eine zufällige Panne, damit kann ich leben. Einmal den Lokschuppen. Das ist die Dunham, die wir haben. Und das ist die John Bull, die wir... Ja klar, wir nehmen alles mit. Ja. Wenn es nur ist, um sie zu ärgern. Tada. Sag mal, bist du schwer von Begriff? Ich habe bereits geboten. Ja, und ich biete jetzt wieder. Wir kaufen immer 4% oder 5% der Aktien. Immer wenn du redest und wir genug Geld haben. So. Was ich aber eigentlich machen wollte, ist, kann ich eigentlich die Anleihen auch auf einmal zurückzahlen? Ja. Machen wir das mal. So. Jetzt wollte ich mir eigentlich die beiden Loks einmal angucken. 26 und 21, das ist schon mal ein Unterschied. 29% Zugleistung versus 21. Die Zuverlässigkeit der John Bull ist etwas höher. Der Wartungsbedarf ist hier auch nicht. Aber das ist eine einzelgelagerte Führungsachse, ist eine grundlegende Neuerung beim Bau von Lokomotiven. Sie ermöglicht durch eine bessere Kurvenführung höhere Geschwindigkeit auf dem Holzweg. Wenn ich anderen von meinen Plänen mit der Eisenbahn erzähle, sehen diese Leute nur die Probleme. Die Verlegung der Gleise, die Unterhaltskosten, die Personalkosten. Als wäre eine Flotte mit Postkutschen günstiger. Und sollen etwa Pferde die ganzen Rohstoffberge schleppen? Da machen wir nichts. Es fehlen hier Betriebsmittel. Einmal kurz gucken, wo sind wir denn bei Pittsburgh? Ach ja, da hatte ich ja die Überlegung. Weil man ja nicht genug zu tun hat. Objekt ist natürlich in Benutzung. Ja komm, wir setzen hier einfach einen Versorgungsturm rein. Das tut sich nicht Zeit. Ich weiß gar nicht, brauchen wir auf der Strecke überhaupt einen? Ne, da ist einer. Ja, dann ist doch gut. Dann reißen wir den wieder ab. Na? Achso. Es gibt eine Statistik für Vers... Was soll das denn? Abreißen. So, Betriebsmittel kannst du jetzt aufnehmen. Dann haben wir da auch kein Problem mehr. Wir können jede Menge Personal einstellen. Aber, na, wird noch ein bisschen dauern. Aber machen wir jetzt echt noch eine vierte Folge in diesem einen, wo es eigentlich nur noch ums Geld geht? Ich glaube schon, ne? Sonst mache ich mich hier, Rodungsfläche nahe Louisville. Kann ich mal... Das ist ein bisschen blöd, dass ich dann nicht mal zoomen kann oder so. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, die mir jetzt doch schon noch aufgefallen sind. Ein Bandit und ein Marktschreier, was macht der denn? Den kaufen wir einfach auch mal. Den Komfort soll er beschreiben. So, und wir können wieder was forschen. Achso, habe ich jetzt eigentlich gerade ausgetauscht. Oh, die neue Lokomotive sieht aber abenteuerlich aus. 1, 2, 3, 4. Wir nehmen jetzt mal nur 4. Dann reicht das nächste Mal, die 5 immer zu nehmen. Vollkommen aus. Dreimal noch blöde Sprüche und du bist raus. So, wir vergleichen hier einmal kurz mit Holz angetrieben. Die Lokomotive von Norris hat dank ihres größten Boilers auch mit starken Schneigungen immer genug Dampf zur Verfügung. Hat sich als Kletterkünstler etabliert sozusagen. 10%, nein, 6% mehr Leistung, stärkere Beschleunigung. Ein bisschen unzuverlässiger.
Aber wisst ihr was? Wir ersetzen jetzt einfach mal alle Züge damit. Ja, ich weiß, man kann das alles noch ein bisschen feintuniger machen, aber... Du verstehst dein Handwerk, das muss ich zugeben. Ich hoffe, dass wir noch lange um Land und Gleise streiten werden. Nein, werden wir nicht. Du laberst mir zu viel. Zup, zup. Für solche Geschwindigkeiten ist der menschliche Körper nicht ausgelegt. So, jetzt fehlen uns nur noch 5%. Noch einmal was sagen und ich schmeiß sie aus dem Spiel. Wir verkaufen dann auch ihren Kram, wir machen da jetzt nicht noch große Geschichten mit. Gut, aber trotz allem, wir sind schon bei 25 Minuten, Leute, und ich würde gerne hier so ein bisschen die 20 bis 30 Minuten halten. Oh, sorry. Das heißt, nächstes Mal knacken wir das mit Sicherheit. Ihr seht, wie es hier bergauf und dann mal wieder bergab geht, aber generell bergauf. Aber das machen wir beim nächsten Mal und von daher macht's gut. Und ich freue mich darauf, mit euch dann irgendwann in die dritte Episode einzusteigen. Und dann spielen wir wieder ein bisschen fokussierter, ein bisschen konzentrierter, insbesondere was diese Schienengeschichten angeht. Macht's gut und tschüss. Liebe Leute, ich habe mir was überlegt. Und zwar keine neue Folge, sondern ich werde das jetzt hier... Ich wollte schon immer mal ausprobieren, so ein Zeitraffer funktioniert. Ich werde jetzt hier einfach diese Statistik ein bisschen laufen lassen. Ich muss sagen, dieses Szenario hier gefällt mir jetzt momentan nicht so gut. Natürlich, im freien Spiel wird man jetzt auch anfangen, Dinge zu verbinden, aber dann will ich eben auch sozusagen die Entwicklung einer Stadt sehen. Und wenn ich aber hier mein Ziel mit 20.000 erreicht habe, 20 Millionen erreicht habe, dann endet dieses Kapitel. Und dann kann ich zwar irgendwie noch weiterspielen, aber es ist eben eine Kampagne. Das heißt, dann will man das nächste Kapitel sehen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir kaufen sie einmal eben auf. Sie hat auch in der Zwischenzeit nochmal gelabert. Von daher alles völlig begründet. Und wir fusionieren. Ich übernehme sie, kriege 11 Bahnhöfe und so weiter. Die Lokomotiven wurden verkauft. 28 Mitarbeiter kann ich neu einstellen. Und ich liquidiere... Ausgezeichnet! Du hast einen Konkurrenten beseitigt und übernimmst all seine Strecken und Gebäude. Liquidiere alle ihre Teile. Und, Was fällt dir ein, mich einfach so aus dem Geschäft zu werfen? Schämen solltest du dich! Wir gucken mal, wie sich das hier entwickelt. Meine Freunde an der Ostküste sind die großen Seen weit weg und viele von ihnen wollen nie dorthin. Das liegt daran, dass sie gerade erst in der neuen Welt angekommen sind. Wie haben wir einen neuen Konkurrenten? Doch denk mal an ihre Kinder. Die werden doch nicht ihr ganzes Leben an der Ostküste verbringen wollen, während sich ein gewaltiges Land mit ungeahnten Möglichkeiten vor ihrer Haustür erstreckt. Ich gucke noch einmal hier rein. 14 Millionen. Natürlich haben wir jetzt ein bisschen verloren durch diese Übernahme. Wir erhöhen nochmal den Ticketpreis für Passagiere. Na, aber es ist sehr viel steiniger geworden. Ich glaube, wir machen einfach mal einen Break. Wir machen dann nächste Mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich würde dann doch nochmal gucken, Toledo ein bisschen weiter zu entwickeln. Hier gibt es auf jeden Fall nochmal Rind, hier gibt es Fleisch. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht, das brauchen wir aber hier. Wir können das hier rüber transportieren und von Grand Rapids dann nach Toledo auch Bier liefern. Das sind alles Geschichten, die wir beim nächsten Mal angehen werden. Und dann beenden wir das Szenario auch noch in einer würdigen Art. Ich habe gedacht, der Einstieg wäre hier schneller. Als ich vorhin mal geguckt habe, ging das schneller voran. Ich weiß nicht, warum das durch die Übernahme jetzt ein langsameres Wachstum gab. Aber gut, werden wir sehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.